Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Remothered Tormented Fathers. Ich liege unter der Couch, die gleiche Couch, unter die ich mich gelegt habe am Ende des letzten Videos. Ich stehe jetzt wieder mehr oder weniger in Kontakt mit der Nonne. Ja. Jennifer im Keller, oder den Keller zu verlassen, ohne Jennifer zu begegnen, das habe ich irgendwie geschafft. Allerdings ist mir aktuell nicht klar, was jetzt hier das nächste Ziel sein soll. Das muss ich jetzt wahrscheinlich erst irgendwie herausfinden, ne? Aber ich vermute mal so ein bisschen so Richtung Jennifers Fernseher, den liebt sie ja über alles. Wer weiß, zum Haupteingang komme ich leider nicht heraus. Zumindest mal nicht so einfach, so wie es aussieht. Ich versuche das hier mal hinter mir zu schließen. Bitte, wenn das geht. Ach, ist das super. Also, Küche ist wahrscheinlich jetzt nicht der Ort, an den ich unbedingt gerne möchte. Das ist mir bewusst. Wobei hier ja ein Fenster ist, durch das man eventuell rauskäme, wenn man sehr starke Gewalt anwenden würde. Aber, ja. Momentan eher nicht. Das scheint ein großes Messer zu sein. Gib das Ding her. So, Licht mal immer aus, muss nicht sein. Bis jetzt habe ich leider immer noch nicht so wirklich auf den Ablenkungseffekt hier gesetzt in dem Spiel. Ich finde, das ist... weiß nicht. Ich sag mal so, ich bezweifle, dass das so viel besser funktioniert, als einfach nur wegzurennen. Ja, jetzt müsste ich aber eigentlich waffentechnisch auch... Ich habe keine Ahnung, ich verstehe dieses Menü da wirklich nicht. Also ich weiß in etwa, was ich aufgenommen habe, aber es wird mir halt hier... Keine Ahnung, aus welchen Gründen nicht genau angezeigt, aber wahrscheinlich wird der Schraubenzieher jetzt als erstes verwendet und als nächstes dann der nächste Verteidigungsgegenstand. Wie auch immer. Die Nonnenmusik kommt. Frage. Ja. Ja, ist ja klar, jetzt klemmen wir halt hier fest. Jetzt klemmen wir da fest. Jetzt klemmen wir dort fest. Okay, alles ist fein. Alles ist fein. Okay. Es ist alles gut. Versteck dich? Versteck dich? Kannst du nicht, ist ja klar. Was ist denn hier jetzt los? Ja, die Tür können wir nicht mehr benutzen. Haben wir schon. Ja, nee, ist klar. Ich komme nicht zu dir. Ich komme ja gar nicht auf die Idee. Haben die mich jetzt beide im Visier? Oh, das wäre ja famos. Beide hinter mir her. Simultan. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hätte mich einfach nur gern irgendwo versteckt jetzt gerade. Bitte. Da ist der Ausgang. Versteck dich doch hier bitte. Schnell. Mach. Okay. Ja, also jetzt bin ich wirklich irgendwie in so einer Art Sackgasse, ne? Das Spiel kann an und für sich nicht mehr lang sein. Ich bin aus dem Keller entkommen, wie es mir gesagt wurde, ohne Jennifer zu begegnen.
Aktuell allerdings sehe ich dennoch keinen Ausweg. Der Fahrstuhl ist da, der ist aber wirklich nur. Der ist wirklich nur eine Falle im Endeffekt, ne? Also, der bringt mir eigentlich gar nichts. Es ist schön, dass der jetzt funktioniert, aber er ist wirklich nur eine Todesfalle. Vielleicht in oder ab einem gewissen Moment tatsächlich hilfsbereit, aber aktuell nicht. Der Aufzug ist für mich das einzig Sinnvolle eigentlich, was jetzt noch zu tun ist, weil er ist neu. Dass er funktioniert, ist neu. Und ich bilde mir ein, ich muss da, keine Ahnung, versuchen mit dem Aufzug zu fliehen oder sonst was. Vielleicht muss ich auch ganz nach oben. Ich weiß aber mit ziemlicher Sicherheit, wenn ich da jetzt wieder einsteige, dann werde ich wieder sterben da drin. Das ist einfach so. Mir ist allerdings auch sehr lange niemand mehr begegnet hier, ne? Das ist ja auch immer wieder interessant. Ich laufe jetzt hier im Prinzip die ganze Zeit im Laufschritt durchs Haus. Hallo, kannst du das bitte benutzen, Frau? Ich laufe jetzt hier im Laufschritt durchs Haus und es scheint nicht wirklich jemand zu interessieren. Auf den Dachboden komme ich auch nicht mehr, schätze ich, oder? Da war ja irgendwie hier. Nee. Also wirklich nicht. Vielleicht muss ich den Aufzug mal nach ganz oben rufen. Vielleicht stehen die da jetzt aber auch beide drin. Nee. Oder? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt in den Aufzug steigen soll. Ja, wirklich null Checkung, was jetzt hier richtig ist. Ich habe keinerlei Hinweis. Ich habe gerade auch keine wichtigen Gegenstände bei mir, die mir irgendwie verraten könnten, dass ich noch was tun muss. Im Idealfall. Ich mache jetzt hier einfach mal das Gerät an. Mal sehen, ob das jemand anlockt. Interessant, nicht wahr? Es scheint niemanden zu interessieren. Niemand ist hier und sucht nach mir. Niemand sucht den Ursprung des Geräusches. Okay. Ja, dann geben wir dem Aufzug eine Chance. Sage ich jetzt einfach mal. Was anderes fällt mir nicht ein. Also, Folgendes wird passieren. Ich werde entweder sterben, dann ist das Video beendet. Oder ich werde nicht sterben. Und da muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Wenn ich sterbe, dann geht es im nächsten Video einfach mal mit dem letzten Speicherpunkt weiter. So, lassen wir uns überraschen. Ich glaube es ja nicht.
Hä? Ah! Das hätte ich schon vorher machen können, glaube ich. Hello? Anybody here? Hey, Gloria? I'm here! I'm here! Please help me! Reed, what on earth is going on? Be careful! They're armed! Who are you talking about? Him and his damn psychopath! Das wird jetzt interessant. I'm calling the police. Yes, do it now! Hey, wait! Are you still here? I am. Stay calm. Please, don't leave me! Listen to me. Go to the infirmary on the first floor. I'm the only one who holds the key. We'll wait for the police to gather there. Okay. 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 Mhm. Okay. First Floor, also Erdgeschoss, zu dem Tor, welches ja verschlossen ist. Sie ist die Einzige, die den Schlüssel dazu hat, sagt sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Sowas aber auch. Das hätte ich die ganze Zeit vorher tun können. Den Fahrstuhl einfach stoppen, indem ich das Tor aufreiße. Also ich glaube zumindest, dass ich das vorher hätte tun können. Triff dich mit Gloria in der Krankenstation. Was ist denn die Krankenstation? Das Tor hier ist zu. Was ist denn die Krankenstation? Vielleicht das? Ja, ich mache jetzt natürlich weiter, ist klar. Ich speichere hier nochmal ab, vorsichtshalber, denn ich bin jetzt erfolgreich aus dem Fahrstuhl raus. Muss mich im Prinzip nur noch hoffentlich mit Gloria treffen und dann ist das Spiel vorbei. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, wo hier eine Krankenstation sein soll. Aber es kann ja nur im Erdgeschoss sein. Also sie hat First... Es sei denn natürlich, sie hat mit First... Ja, sie hat mit First Floor natürlich erster Stock gemeint, nicht Erdgeschoss. Okay. Moment. Erster Stock, Krankenstation. Das ist eine Küche. Die wollen wir nicht. Okay. Die Musik ist schon wieder nicht so prickelnd jetzt gerade. Ladezeit. So what happened? Oh, Gloria, please close the door. Doch, erst Erdgeschoss. Close the damn door. Da war ja auch noch nie drin, down, oder? Tell me what happened. Oh my God. Please, I'm here now. Can you hear me? Can't believe. Oh, your heart is going to explode. No. Calm down, please. You have to take something. Ich bin jetzt echt sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Weil sie hat ja die Hypnosen durchgeführt. Oh, oh. Jetzt klärt sich das auf, hä? Didn't do anything? You indulged it. You kept on supporting his barbaric experiences. The mesmerism, the phenoxyl, everything else. Now that his disease, his personal matters, or the disappearance of his daughter made him a killer. I knew the cure wasn't going anywhere. It was more of a necessity. An addiction. An addiction? It doesn't make much difference how we call it. We don't choose our cure or our vice. They are the ones that rule. Don't you smoke? Are we seriously talking about this? No. I'm just saying that I knew about his bad habits. As his nurse, I knew how unorthodox and how inefficient they were. But that doesn't make me his accomplice. We have to go. They'll be here any minute now. Is there anyone with Mr. Felton? Some kind of weird red nun.
Here, in the house? We have to stay here. Leaving now is out of the question. There are bars in the windows and doors. We're blocked. Here, drink this. What is this? It's just a... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Es hat keine gesunde Farbe. Did you also know that Celeste came back and left again? I didn't want to believe it. He kept on saying it. He saw his Jennifer in everything. And I would even be Jennifer to him at times. Richard suffered from his father's anger. A crazy, lunatic psychopath. Split personality. Forced to live as a man against her will. All her life. It's not surprising this happened. The police are on their way. Of course. I called them a little while ago. Ich hatte also eine Ahnung. Gloria, how did you get in? The doors and windows have bars. You're trapped inside. Until now, I've had your keys. Your keys. You left them there on purpose until I found them. I know who you really are. Trapped me? I missed you a lot, sister. Face with open wings, a moth is ablaze, and when his mother screamed for lunch, a blood red death bestowed his touch. No! Aha. Das stand aber jetzt gerade geschafft. Okay. Ja, die Untertitel waren jetzt gerade auch irgendwie nicht auf Deutsch, wie eigentlich sonst im ganzen Spiel. Wahrscheinlich liegt das daran, dass das auch so ein bisschen schwer zu verstehen war und es einfach vielleicht keiner auf Deutsch übersetzen konnte. Muss ich mal. Okay, das überspringen wir jetzt natürlich. Okay, also auf jeden Fall habe ich es geschafft, mich mit Gloria im Krankenzimmer zu treffen. Das stand jetzt da. Tatsächlich sollte ich jetzt gucken, dass ich da rauskomme, glaube ich. So, what happened? Oh, Gloria, please, close the door! What's going on? Close this door! Aha. Sammelgegenstand eingesammelt. Das hättest du sein sollen. Boah, die steht voll unter Drogen. Was haben wir hier? Oh Gott, Millionen von Zeilen. Patient Miss Gloria Ashman. Geschlecht weiblich, Alter 38, dringender Krankenhausaufenthalt. Der Patient klagt, sogar die Schrift ist, oder? Nee, das ist tatsächlich nur durch das da hinten wackelnde Bild irgendwie hervorgerufen, der Effekt, dass die Schrift auch verwackelt wird. Ich versuche das trotzdem mal zu lesen, obwohl es für mich komisch aussieht. Dringender Krankenhausaufenthalt. Der Patient klagt über... Okay, Dr. Reed ist wieder da. Schön. Der Patient klagt über starke Kopfschmerzen und plötzlich auftretende Sichtmängel. Bittet um einen Krankenhausaufenthalt. Diagnose? Diagnose ist das... Ist der das schnelle Verschlechtern der filamentarischen Keratopathie, was auch immer das ist. Photosensitivität. Okay. Zu meiner Verteidigung ist es 3:30 Uhr morgens. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr in der Lage. Photosensitiv. Ja. Aufgrund der Einnahme von Cortison und semipermanente Schäden an den Augennerven. Schäden, die eine extreme Photosensitivität hervorrufen. Gründliche Analyse. Der Patient hat Cortison eingenommen, um einen weit verbreiteten Parasitismus zu heilen, verbunden mit einer pharmazeutischen Verseuchung, die schon weitere Schäden, Insulinmangel, Geschwüre, Gedächtnisverlust und Halluzinationen verursacht hat. Aber komischerweise hat der Patient gestärktes Gewebe, das den Heilungsprozess beschleunigt. Die Reaktion auf das Cortison
beginnt unmittelbar, ich versuche es jetzt auch mal richtig zu lesen, soweit es geht, beginnt unmittelbar nach der Einnahme. Der Effekt kann nicht rückgängig gemacht werden. Genauso wie die Schäden am Auge, die möglicherweise schmerzvolle Hirnkrämpfe verursachen könnten und starke Migräne mit einem erhöhten Auftreten von Photosensitivität. Das ist ein geiles Wort, ne? Eigentlich, wenn man es richtig ausspricht. Schlussfolgerung: Die Einnahme von Cortison ist wegen der allergischen Reaktion verboten, da der Patient dadurch direkt das Augenlicht verlieren und sogar sterben könnte. Wenn nötig, sind Insulindosierungen vorgeschrieben und ein absoluter Augenkontakt mit starkem Licht, zum Beispiel Sonnenlicht, ist nur mit einer Bandage über den Augen erlaubt. Andere Seite. Sie alle werden sterben. Einer nach dem anderen. Ja. Das könnte eine Art Gegenmittel sein. Versucht das mal zu nehmen. Das war, was war denn das nochmal? Cortison, ja. Ja, nun? Das ist so spannend. Spritze? Und was für eine Spritze? Du hast das aufgehoben. Spritze. Ja, und jetzt? Eine medizinische Spritze mit einer reichlichen Menge an Cortison. Es kann Gloria blind machen. Ich muss jetzt Gloria wieder suchen. Ja gut. Ich würde sagen, das mache ich im nächsten Video. Ich bin nämlich schon arg lang dran hier. Ne? Und dann kann es ja auch eigentlich nicht mehr lange dauern. Sollte es tatsächlich so sein, dass das nächste Material für das nächste Video dann nur noch ein paar Minütchen gibt, bis ich Gloria erledigt habe. Ich gehe davon aus, dass ich Gloria jetzt erledigen muss. Dann schneide ich das vielleicht auch zu einem Video zusammen. Aber das sehe ich dann auch erst zum Schluss. Und ihr auch. Alles klar. Dann möchte ich mich an der Stelle recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Däumchen nach oben da. Einen Kommentar, den ich dann gerne beantworte. Und vielleicht sogar ein Abo, sofern ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen.